Okay, auch nicht schlecht. So, jetzt bekommen wir eine Schubladengrifflein. Bitte was? Och, ich hasse solche Rätseln. Solche Rätseln, ja. Ich mag die nicht. So Zahnradrätseln. So, ich muss einmal kurz gucken. Hier fehlt ein Zahnrad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Haben wir ja alle. So, die greifen ineinander. Warte mal kurz. Greift das hier? Ja. Nein. Nein, okay. Würde das... Nein, warte mal kurz. Das hier ist zu groß. Nein. So, warte mal kurz. Wenn ich das hier... Nein, das... Das geht dann nicht. Hier würde ich das reingeben können. Und hier das hier. Das würde gehen. Aber jetzt habe ich hier nichts mehr, was dann hier gehen würde. Das heißt, das kommt auf jeden Fall nicht hierher. Das kann nicht dorthin kommen. Aber das greift jetzt nicht. Ist das genauso groß oder ist das grün? Ah ja, das ist okay. Das könnte passen. Das geht nicht. Nein, das geht auch nicht. Aber das würde alles gehen, bis auf das hier. Nein! Kacke. Okay, wir müssen schauen, dass wir das Große irgendwie anbringen. Wo auch die anderen zugänglich sind. Das hier zum Beispiel. Das hier. Okay, das könnte. Das greift nicht überein. Das hier würde gehen. Das hier ist zu groß. Das hier und Scheiße. Nein. Nein. Okay, das kann, das Große kann dann also nicht hier in der Mitte sein. Kann das Große vielleicht dann ganz am Rande sein? So, das passt hier, das passt hier, das passt hier und das passt hier. Ja. Warum nicht? Es passt doch alles. Ach so, warte mal kurz. So? Nein. Die greifen nicht ineinander, deswegen. So, warte mal kurz. Ich muss mal... Es ist nicht so einfach. Es ist tricky, tricky, trick, trick. Nein. So, nein, das auch nicht. Das auch nicht. Das könnte eventuell hier gehen. Nur, na gut, das könnte hier eventuell gehen, aber dann habe ich nichts mehr, was hier rüber geht, ne? Ich meine, so okay, aber weiter geht's dann. Nein, ist da irgendwas, was da passen würde. Aber da passt nur ein kleines. Ja, dann kann ich das hier nicht hergeben. Aber das Problem ist, es muss, das Große muss ich hier irgendwo sein, weil hier sonst nichts mehr hingeht. Hier passt ja nichts mehr. Und hier darf ich es auch nicht mehr. Das heißt, es muss da, da oder da sein. Verdammte Axt, ey.
Oder hat das irgendwas hier mit den Zacken auch zu tun? Moment. Das hier würde dann auch sich drehen. Das hier würde sich drehen. Das hier und das hier. So, wir haben's. Jo! Hoppa! Ganz ruhig, Christine. Ganz ruhig. Ist nur eine Leiche. Jemand hat seine Schleife gestohlen. Na, was für ein Zufall, dass wir einen Marshall haben. Und jetzt ist es schwarz, nicht rot. Jetzt ist es schwarz. So, den Hut. Ja, selbst Tote brauchen zwei Augen. Was für ein Wunder, wir brauchen noch Augen. Ach so, stopp. War ja unterm Fernseher. Das ist aber billig gemacht. Hier ist der Griff, ne? Hier seht ihr den Griff. Und hier ist er nicht. Und das, nee, nicht gut. Nicht gut gemacht. Und das Ganze jetzt für ein Auge. Okay. Dann drücken wir ihm das Auge rein und er wird wieder lebendig, oder was? Löl. You're Tom's father. Are you a ghost? No. I left your world long ago. What you see is Tom's memory of me. A fragment of a guilty conscience. A reminder of the terrible price he paid for befriending that monster. What did he do? It was just a little push down the stairs. He was protecting what I thought was an imaginary friend. But she was anything but imaginary. How could my son resist her power? I don't hold him responsible, but he still blames himself. It's been eating away at him ever since. I'm here to stop her once and for all. Can you help me somehow? Tom continues to protect her, even though he doesn't want to. End his nightmare. End that monster. Release my son. Please. Okay. Okay, ich muss diesen Albtraum endlich beenden. Ich muss dieses Albtraum. Armer Tom, er hat schreckliche Dinge getan, aber ich verstehe ihn irgendwie. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie er es so lange als Marionette dieses Dämons ausgehalten hat. Naja, gut, aber ich meine, ja, okay, er hat seinen eigenen Vater die Treppe runtergeschubst, weil er es anscheinend musste oder keine Ahnung. Naja. Was können wir denn jetzt tun? Es gibt kein Zurück mehr. Aber wir haben ja jetzt nichts mehr. Und ich meine, was sollen wir denn jetzt tun? Da. Das können wir tun. Der Riss scheint breiter zu werden. Ja, dann. Oh. Ja. Ach, ich nehme jetzt all meinen Mut zusammen und schaue nach, was da drin ist. It's that place again. The little girl's room. I've got her now. I just can't get rid of you, can I? You insufferable pest. Time to die, demon. When this is over, you won't be able to infest our world anymore. You know what hurts the most, Subject 360? I gave you a chance. I offered you a brighter future. I even forgave you your past sins. And still you insist on being a pain in my backside. You fought your fears well. Care to choose another? Will ich mir noch eine aussuchen? Angst vor Dunkelheit, Platzangst oder Angst vor Verletzungen? I'm through pulling punches. It doesn't matter what you choose now.
I'm going to release them all. I will wipe you out. Ach, wirklich? Tihihi, du bist aber ein schönes Mädchen. This is the end of the road for you, Subject 360. I'm going to enjoy every minute of this. Mhm. Geh weg, weiche Satan. Hihi. Haha. 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 Edge Bitch. Wie? Was? Wann? Wo? Nein. Was? Nein. So, so, nein. Nein. Sag mal. Verdammt. Ich kann mal zu lange Zeit gelassen. Ja, ich habe erst müssen herausfinden, wie es geht. Hui, herausfordernd. Okay, so. Nein, das war falsch. Okay. Warum war das falsch? So rüber, dann so und dann so rüber. War das falsch? Der epische Endkampf, oder was? Den ich 10-mal falsch machen werde. So, nein. Oh ja, stimmt eh. Nein, was? Verdammte Scheiße, ey. Was passiert eigentlich, wenn ich das nicht auffange? Was passiert? Ja, aber wenn ich jetzt hier anfange, hier rauf, dann müsste ich hier rüber und hier runter. Das ist auch falsch. Willst du mich verarschen? Okay, ich bin zu doof dafür. Ich bin dafür zu doof anscheinend, Zeichen zu zeichnen. Puzzlespiele kann ich, oder das kann ich anscheinend nicht. Ist aber auch irgendwie eine Art Puzzle. So rauf. So leicht versetzt und dann hier runter. Ah, hier runter vielleicht. Ah, scheiße. Gleich einen Fehler nochmal gemacht. Nee. Ja, wirf doch deinen Blitz. Komm. Anstrengend. Herausfordernd. Das Einzige, was herausfordernd ist, ist das hier. Wenn ich jetzt hier von hier rüber gehe und hier und so, das stimmt. Gut. Ich hab nicht gewusst, dass ich das... Jo, was bist denn du? Du schon wieder. Lol. Lol. Das war knapp. Tief watschen. Tschüss. Tschüss. Das reicht. Ich habe genug von dieser unheimlichen Puppe. Ich bin nicht dein Spielzeug. Die Blutspur geht weiter. Es gibt ein paar Optionen. Ja. Oh. Lol. Tom! Mhm. Your fight is with me. Release Tom! Never! He's mine! Mhm. Zeig dir gleich, was deins ist. Komm. Einmal. Oh. Ja, jetzt muss ich das 8-mal fangen, oder was? Wie herausfordernd. Kuckuck. Oh, Kuckuck. Bitte was?
So. Wenn man den Dreh raus hat, dann weiß man, wie es funktioniert. Du kannst rennen, wie du willst, du Teufel. Ich krieg dich trotzdem. Ich überlege gerade, in welche Richtung. Ich glaube hier. Löl. Das war verdammt nah. Zu nah für meinen Geschmack. Wo ist... Nein, hast du nicht. Ich komme da durch. Und wenn ich jeden einzelnen Stein mit meinen Händen ausscharen muss, bewegt sich keinen Millimeter. Und jetzt? Ach so, hier. Wow. Es ist Zeit, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Ein für alle Mal. Tja, hast aber nicht. Richtig. Those are big words coming from you right now. How much longer do you really think you can keep this up? Long enough to squeeze the life out of you. Die Alte ist aber ganz schön frech geworden, muss ich sagen. Dass das ja eigentlich vorher oder früher so viel Angst gehabt hat und jetzt ja nicht mehr. Naja, nicht schlecht. Guck mal, ich hab einen Traumfänger. Guck mal. Oh, guck mal. Guck mal, ich hab einen Traumfänger. Ich kann deine bösen einfangen, deine bösen Sachen. Da schaust du, gell? Bitte was? So und so. Easy. Tschüss. Das Monster ist zurück an dem Ort, wo es hergekommen ist, hoffentlich für immer. Ich lach wegen ihm. Jetzt muss ich nur noch Tom und mich retten. Tom, ja, dann mach das. I need your help to cross over. You killed her. You killed her. Ach. Snap out of it. Grab that plank to help me bridge the gap. She's gone. What? Bridge? Grab the damn plank and set it down so I can cross. Cross over. Okay. Dem würde ich mein Leben nie anvertrauen, ey. It's time to go, Tom. Okay. I guess I'm ready. Just step away from the door. I'm going to blast it. Sie ist unser einziger Weg nach draußen. Ich brauche den Traumfänger. Wow. This is it, Tom. Give me your hand and we're out of here. Wow. Lol. Okay. Was ist da gerade passiert? Wie Tom hinuntergefallen ist, war der Dämon auf einmal noch da wieder. Und ist durch seinen Geist durchgeflogen. Heißt das jetzt eigentlich, dass der Tom der Dämon ist und dass es eigentlich weitergeht irgendwann? I'm finally free. Now I can tell my dad how sorry I am about what I did. I'm sure he'll forgive you, and I hope you can find peace. Sleep well, Tom. No more bad dreams. It's over, Howard. It's really over.
I don't believe it. You saved us all from that demon. You're a real hero. So are you. Me? Oh no. I was mostly just hiding, waiting for something to happen, or for someone else to do something. If you hadn't saved me, I wouldn't have been able to stop the demon. That makes you a hero. Well, when you put it that way, I was kind of getting sick of my old nickname anyway. Howard the Coward. Howard the Coward, from now on you shall be known as Howard the Empowered. At least as far as I'm concerned. Howard the Empowered? It has a nice ring to it. Thanks, Christine. Howard the Empowered. Howard the Hero. Howard the Savior. Gute Nacht. Ich wünsche dir tolle Träume, Howard. Du hast sie verdient. Tja, meine Freunde, dann würde ich sagen, wir steigen ins Auto. Denn, ja, hier gibt es nichts mehr zu tun für uns. Wir lassen die zwei jetzt hier schlafen. Zählen ruhig, weil die werden hier sicherlich nicht ausgeraubt. Und dann, ja. As I left Haven, I had to laugh. I had completely forgotten I was on my way to the seaside when all this... Now that it's over, my mind can drift back to thoughts of sandy beaches and lazy days in the sun. I'm eager to put a long drive and good night's sleep between me and that terrible place. On second thought, maybe I'll skip the sleeping part for just a while longer. You never know. Ja, man kann nie wissen, meine Freunde, also... Nicht so lange schlafen. Und das war Maze, Proband 360 und hier für euch exklusiv die Credits. Jo, was gibt es zu diesem tollen Spiel zu sagen? Ja, gut. Ich meine, dass es kein Mystery Case Files ist, ich meine, davon brauchen wir nicht reden, ja. Man hat es gesehen an den billigen, schlechten Grafikeffekten. Speziell beim letzten, bei der letzten oder vorletzten Folge, wo wir durchs Labyrinth gegangen sind und auf einmal ist eine Filmsequenz gekommen und da war, sage ich jetzt einmal, die Spielszene im Labyrinth schärfer als wie das Video. Ja, das heißt etwas. Wenn das Spiel einmal schärfer ist als wie die Videoqualität. Gut! Wie gesagt, um die Qualität bei Wimmelbildspielen, ja, brauchen wir glaube ich nicht immer dumm reden. Es geht bei Wimmelbildspielen, außer man hat AAA-Titel wie Mystery Case Files oder Dark Tales oder keine Ahnung was auch noch alles, Grim Tales zum Beispiel, ne, und so weiter und so fort. Ja, ich meine, abgesehen von den AAA-Teilen braucht man sich bei Wimmelbild, glaube ich, nicht so um die Grafik scheren, sondern eher über die Story. Und die Story war meiner Meinung nach, ja, nicht schlecht. Es könnte ein bisschen besser gewesen sein, dafür, dass sie gesagt haben, das ist Horror und Bibabo und mit Horror versprochen haben. Ja, ich weiß nicht. Und so eher, ja, das Spiel richtet sich nach deinen Ängsten sozusagen, ne? Eben Angst vor Dunkelheit oder Angst vor Verletzungen oder keine Ahnung, was noch für Ängste du haben kannst. Du hast ja aussuchen müssen in der zweiten oder dritten Folge, glaube ich, vor was wir ja am meisten Angst gehabt haben. Ich habe halt Angst im Dunkeln genommen, ne? Weil es ist ja im Prinzip so, speziell in Spielen, in Wirklichkeit eher nicht so. In Wirklichkeit habe ich eher Angst vor Spinnen und so weiter, aber gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also so richtig Angst hatte ich überhaupt kein einziges Mal. Ein, zwei Mal glaube ich irgendwelche Schockmomente, aber das war es auch schon. Aber naja, sagen wir mal so, die Story war gut, ja, also von 1 bis 10. Sag ich einmal, war es eine 6 oder sowas. Könnte besser sein, aber es kann auch viel schlechter natürlich sein. Und ja, und ansonsten, grafikmäßig, wie gesagt, kann man drum streiten, was ist bei einem Wimmelbild jetzt besser, Grafik
oder Story oder beziehungsweise was sollte bei den Wimmelbildern mehr, mehr vorhanden sein, Wimmel, Grafik oder eher Story. Von den Rätseln her muss ich sagen, waren es jetzt nicht allzu schwere dabei, Wimmelbilder waren hin und wieder dabei, es waren hin und wieder mal andere Sachen dabei, andere Minigames und so weiter. Ich fand es schön ausgeglichen, also nicht zu viele von den Minispielen und zu wenig Wimmelbild oder zu viel Wimmelbild und wenig Mini oder zu viel Wimmel und Minispiele und zu wenig Story. Also ich fand es richtig ausgeglichen. Du hast ein bisschen was immer von der Story erfahren und ein bisschen gewimmelt und ein bisschen Minispiele gespielt. Also es war schön ausgeglichen, kann man sagen. Und das macht es eigentlich meiner Meinung nach aus, bei einem guten Wimmelbildspiel eine gute Story und auch eine gute Mischung zwischen Story, Weiterkommen und Spiele und Wimmelbilder und nicht eher ja High-End-Grafik, und dafür ist halt die Erzählung oder dafür ist halt alles andere eher mau. Weiß ich nicht. Gut, meine Freunde, dann würde ich mal sagen, wir lassen die Credits jetzt noch runterrennen. Ich sage mal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart, und ich entschuldige mich noch einmal, dass die vorletzte Folge ja nicht so oder so lange nicht gekommen ist, oder ich glaube 4 Tage oder sowas ist nichts gekommen. Ja, tut mir leid, meine Freunde, dafür habt ihr jetzt da 2 weitere Folgen bekommen. Ja gut, hier ist es zu Ende und ich schaue, dass ich so schnell wie möglich bald ein neues Wimmelbild nachschiebe. Gut, aber jetzt sage ich einmal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und jetzt verabschiede ich mich für immer und ewig für dieses Wimmelbildspiel. Nicht für immer, sondern nur für dieses Wimmelbildspiel. Bis dahin, meine Freunde. Tschüss und schaut's wieder vorbei. Baba.